Ich bin da ganz ehrlich zu euch. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Hannover 96 gewinnt gegen die Spielvereinigung aus Fürth nach Rückstand zur Halbzeit mit 2:1 durch Tore von Phil und Nicolo. Das freut nicht nur mein Kickbase-Herz, sondern das. Ich stotter immer noch. Das hat mich fast gebrochen, dieses Spiel. Wahnsinn. Wir sprechen drüber. Viel Spaß. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir eure Meinung zum Spiel in die Kommentare. Hannover 96 in einem Spiel, das erneut fast abgebrochen wurde, schafft es tatsächlich zu gewinnen. Meine Kamera hat übrigens fast keinen Akku mehr, wir ziehen das hier durch, solange es irgendwie geht und im Zweifel müssen wir es halt schneller machen als normalerweise. Aber es gibt heute auch Gott sei Dank nicht so mega viel zu berichten, wobei eigentlich schon, aber ich bin eigentlich noch viel zu stimmungsgeladen dafür, ich müsste eigentlich nochmal durchatmen, aber meine Fresse, was ein Spiel! Wir springen quasi direkt rein. Wie gesagt, Like da lassen, Meinung in die Kommentare, Kanal kostenlos abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Gerne auf Instagram folgen und rein in den Lachs. Hannover 96 startet mit Andreas Vogelsammer als Rechtsverteidiger. Und damit ist eigentlich alles gesagt, was man zu diesem Spiel wissen muss, weil diese Madness, die aktuell. Ich habe es vor dem Spiel gesagt. Ich habe es nämlich dann gehört, ich war selber in der Vorberichterstattung noch nicht zu Hause. Dann hieß es plötzlich Vogelsammer Rechtsverteidiger. Ich dachte, Enzo spielt links. So, und ich habe noch gesagt, im Leben nicht. Ich habe dann gehört, das hat Hals der erzählt und dann ist es tatsächlich so. Und ich dachte mir, gut, wenn Leitl das macht, dann vertrauen wir ihm. Das wird schon funktionieren. Das wird schon klappen. Und es hat funktioniert. Denn Andreas Vogelsammer spielt auf der Rechtsverteidigerposition nicht, als wäre es seine angestammte Position, aber als wenn es überhaupt kein Thema für ihn wäre, weil diese Mannschaft aktuell eine Einheit darstellt. Das ist wirklich eine Mannschaft, das ist ein Team. Was sie für einen Spirit haben, das ist fantastisch. Das gab es in Hannover Ewigkeiten nicht mehr. Ich weiß nicht mal, ob es in der Aufstiegssaison so war. Da gab es ja auch eine Trainerentlassung, darf man nicht vergessen, bei all der Euphorie, die damals geherrscht hat. Das Spiel geht los und Fürth ist von Anfang an extrem bissig. Hat früh eine gute Chance durch Haddadi, wo Asta den Ball durch den 16er prügelt und Gott sei Dank ist Haddadi kein so richtig starker Linksverteidiger am Ball, kann ja auch Innenverteidiger spielen. Ball kommt nicht so gefährlich aufs Tor. Danach hat Nicolo Tresoldi eine unglaublich große Chance nach einer klasse Flanke von Sebastian Ernst. Er bringt den Ball, er versucht ihn gegen die Laufrichtung zu köpfen. Urbich macht das clever, geht nicht zu sehr in die lange Ecke. Fängt den relativ lässig ab, sieht glaube ich einfacher aus als es war, das hat er schon gut gemacht, Urbich ja auch ein klasse Keeper, in der zweiten Halbzeit bei Ecken, bisschen unsicher, aber ansonsten gute Partie von ihm und Nicolo kann ihn vielleicht ein bisschen besser platzieren, aber der Lauf, schaut euch die Chance nochmal an und guckt euch diesen Laufweg an, meine Fresse, es gab in der Hinrunde ein Tor von Ciro Guirassy, ich weiß nicht mehr gegen wen das war. Gegen Bochum, gegen Freiburg, irgendwie sowas. Das war auf jeden Fall ein hoher Stuttgarter Heimsieg. Da täuscht er einen Lauf auf den kurzen Pfosten an und geht dann auf den langen Pfosten, lässt den Verteidiger komplett alt aussehen, einfach nur durch diesen Lauf. Und Tresoldi macht in der Szene, wie der sich da löst, wie frei der da zum Kopfball kommt, das ist so eine Qualität. Der hat so einen Riecher für die Situation, der weiß so gut, wie er sich bewegen muss. Ich sage es jetzt, auch bevor ich über sein Tor spreche, Nicolo Tresoldi genießt ihn als 96er, solange er noch da ist, weil es wird nicht mehr lange der Fall sein, außer der ist der loyalste Spieler aller Zeiten, weil es werden spätestens in 1-2 Jahren Angebote kommen von großen Vereinen, müssen kommen, weil wenn der die Entwicklung so weitergeht, meine Fresse, no pressure offensichtlich, weil es ist immer noch ein junger Spieler, es kann vieles passieren, aber so wie der sich aktuell in Windeseile entwickelt, ist das einfach nur unfassbar. In der Hinrunde war er schon unter anderem, hat er ja gegen Fürth auch getroffen, da war er schon zwischenzeitlich auf so einem physischen Status auch, dass der extrem gut Bälle festmachen konnte, dass der sich durchsetzen konnte, dass der, jetzt fängt er an zu dribbeln, ich erinnere an das Solo gegen wen war denn das, gegen Nürnberg? Ich glaube, gegen Nürnberg war das Solo. Der schießt Tore, der fängt an Kopfballtore zu machen nach Ecken, alles ist perfekt, alles. Das ist zu schön, um wahr zu sein, dass dieser Junge, der aus unserer Jugend kommt, dieses Level erreicht gerade. Das ist wirklich, ich kann das kaum in Worte fassen. Wie gesagt, genießt es, solange er noch da ist. Nicolo Tresoldi wird eines Tages für Deutschland stürmen. Das ist, ich sag das jetzt am 16. Februar 2024 und für mich ist das so sicher wie das Amen in der Kirche. Ähnlich wie bei Maxi Bayer nach der Entwicklung in dieser Saison. Ja, es ist nur die zweite Liga bei Nicolo, aber trotzdem, das ist wirklich, das ist komplett gestört, was der da aktuell abreißt. Es fällt erstmal das 1:0 für Fürth. Fairerweise. Und zwar ist das eine ärgerliche Situation für uns, denn Sieb geht von der linken Seite ins Zentrum, verliert da eigentlich den Ball, weil sein Pass nicht gut ist und Bright gut dazwischen geht. Er prallt aber von ihm nochmal ab zu Green. Green legt drauf auf Asta und Sieb löst sich
ähnlich, also auch Sieb generell, die zweite Liga hat so geile Talente, Amindo Sieb ist auch eins davon, der löst sich perfekt, der Ball kommt in den Rückraum von Asta, Kunz ist nicht nah genug an ihm dran, er nimmt den Ball an, dann direkt der Abschluss, bombastisches Tor, kann man nichts gegen sagen, perfekt gespielt, perfekt gemacht, klar, Kunz hätte sich besser orientieren können zum Mann, aber er macht es auch einfach gut. Die zweite Liga auch Fürth. Fürth ist ja so eine Talentschmiede. Guck mal, was er alles spielt. Asta ist übrigens 23 oder sowas. Ja, der ist auch noch jung. Dazu ein Amindo Sieb zum Beispiel, Tim Lemperle und so weiter und so fort. Jonas Urbich im Kasten, der gegebenenfalls irgendwann für Deutschland spielen kann, wenn das so weitergeht. Wenn der FC absteigt, dann kann ich mir vorstellen, dass der nächste Saison Stammkeeper wird. Das ist wirklich geil, die zweite Liga zu gucken. Auch dicken Respekt an Fürth, an Alex Zorniger. Ich habe es in meiner Story heute Morgen auf Insta schon gesagt. Geile Truppe, geile Leistung bisher. Das macht Spaß, denen zuzugucken. Die stehen zurecht da oben, wo sie stehen. Von vielen unterschätzt, aber wirklich ein geiles Level mit diesen ganzen jungen Spielern. Fantastisch. Die machen richtig gute Arbeit. Und die gehen dann verdient mit dieser Führung in die Pause. Hannover hat zum Ende der ersten Halbzeit wieder ein bisschen angefangen, 96 Ball zu spielen, nenne ich es jetzt mal. Waren aber davor ein bisschen überfordert. Beziehungsweise Fürth hat es einfach extrem gut gemacht. Clever verschoben gegen den Ball. Waren extrem gut im Pressing. Sobald irgendwie ein Ball auch nur in der Nähe des 96ers war, waren die sofort am Mann. Es gab ein, zwei Situationen, wo wir gut auf die Kette zugegangen sind, wo aber dann der finale Ball nicht gepasst hat. Aber auch, weil sie sehr gut gestaffelt waren. Die haben es einfach in der ersten Halbzeit überragend gemacht. Und dementsprechend verdienen sie sich zur Pause diese Führung mit 1-0. Dann geht es in die Halbzeit und nach der Halbzeit passiert, was immer passiert. Es gibt die Unterbrechung. In Hannover nochmal ein bisschen gesonderter, insbesondere zu betrachten nach der letzten Woche in Hamburg. Auch hier wieder ein Fadenkreuz. Dieses Mal, das fand ich witzig. Harry Potter im Fadenkreuz und der Slogan Angst Potter. Fein, fein. Eine fiktive Figur, ey, witzig. In Anbetracht der Tatsache, was wir wissen, wer gemeint ist und was letzte Woche war, nee, hätten sie das von Anfang an einfach nur gemacht. Witzig. Aber dann erfüllt es natürlich auch nicht die Message, die sie damit bringen wollen. Anderes Thema. Sie bringen wohl, oder sie vermummen sich wohl, bringen Schleudern dieses Mal mit und kriegen die Tennisbälle sehr weit auf den Platz und unterbrechen so wieder das Spiel. Es ist berechtigter Protest. Es ist okay in der Art und Weise. Es nervt sicherlich die Zuschauer im Stadion, die sich nicht damit identifizieren können. Es ist für die Spieler unglaublich anstrengend, für beide. Das Spiel ist eine halbe Stunde nochmal unterbrochen, du kommst raus, du gehst aus dem Rhythmus. In dem Fall ist es für 96 nicht negativ, es ist eher zuträglich, anders als noch gegen den HSV. Aber ich kann komplett verstehen, dass die Spieler da keinen Bock drauf haben, dass sie genervt davon sind. Ich muss aber auch so fair sein und sagen, das ist ja das, was die Proteste erreichen wollen. Und von daher ist es völlig fein. Die Tennisbälle tun keinem weh und sie haben es wieder nicht bis zum absoluten Maximum provoziert. Es wurde auch vom Kommentator zwischenzeitlich mal eingeordnet, der sich wohl unterhalten hat mit der Szene und mit irgendjemandem, der die Szene kennt, der meinte, nee, Abbruch wollen sie nicht herbeiführen. Es war wahrscheinlich wieder recht nah dran, aber sie wissen eben, wann sie aufhören müssen. Und dieser Protest führt in dem Fall weh. Und ich glaube, nach dem Spiel hat sich der Azuzi, heißt er Azuzi? Weiß ich nicht. Hat sich, glaube ich, auch beschwert bei Brüch. Und ich könnte mir vorstellen, dass es darum ging. Ich weiß es nicht genau. Er hat sich auf jeden Fall mit ihm nochmal so ein bisschen unterhalten. Ich kann da jeden Fürther verstehen, der sagt, ey, das ist übelst nervig. Aber das passiert nicht nur in Hannover. Das passiert aktuell fast überall. Ich weiß nicht, ob Fürth mitmacht. Schalke zum Beispiel macht ja nicht mit. Ich kann es komplett verstehen. Und ich finde es eine berechtigte Protestform. Auch wenn sie mich auch, also ich finde es halt auch nicht geil, dass das Spiel da eine Stunde länger dauert, gefühlt. Naja, Hannover kommt nach dieser Unterbrechung, also sie kommen generell besser in die zweite Halbzeit, ohne jetzt die richtig riesigen Chancen zu haben, aber sie spielen wieder mehr ihren Fußball, ihnen gelingt wieder mehr und führt vielleicht durch die Unterbrechung, vielleicht aber auch, dass das Pressing anstrengend ist, lässt ein bisschen nach, was die enge Manndeckung angeht. Hannover braucht allerdings einen Standard und es ist wirklich, es ist unglaublich. Wir haben in der Hinrunde nicht ein Tor nach Standard gemacht, abgesehen von Elfmetern. Und jetzt treffen wir jedes Spiel nach Standard. Es ist eine Ecke von Enzo Leopold und my boy, Phil Neumann, mit einem wunderschönen Kopfball für Marlo, für 96, für die Fans, für alle. Wie er da hochsteigt, genial. Und ich frage mich, und ich möchte das wirklich nochmal kritisch anmerken, weil das war das erste Kopfballtor nach Ecke, das Phil für 96 gemacht hat in einem Pflichtspiel. Wie kann das sein? Der Mann ist 1,92 Meter groß, athletisch, steht da in der Luft wie ein Weltmeister und macht das nur alle Jubeljahre mal. Völlig egal. Geiles Tor. 1:1, Ausgleichstreffer. Das Stadion ist da. Alle sind aktiv. Fürth hat direkt danach wieder ein bisschen Druckphase, aber auch da war Phil derjenige, ich glaube zweimal hat er sich in Schüsse reingeworfen und die geblockt. Auch generell, Phil und auch Bright, was die reingeworfen haben in diesem Spiel in der Innenverteidigung, geil. Unglaublich stark in den Zweikämpfen, unglaublich bissig, nah am Mann, viele Schüsse geblockt, viele geile Situationen gehabt, wo sie den Gegner abgelaufen haben, wo sie den Ball abgelaufen haben, wie auch immer. Top-Performance von beiden. Es ist dann ein langer Ball nach vorne und ich weiß nicht, ob es die Szene war mit, nee, Sadie war da noch nicht drin. Es gab später nochmal eine Szene, wo Sadie den Ball viel zu früh in einem Konter spielt auf Nicolo auf der linken Bahn. Aber in,
Oder war das schon die Szene? Nee, kann es gar nicht gewesen sein. Auf jeden Fall ist es ein langer Ball. Ich glaube, Nicolo macht ihn fest und holt irgendwie einen Einwurf raus oder sowas. Oder er wird auf links außen geschickt oder er muss auf links außen auffallen. Egal, es gibt Einwurf. Und der Einwurf wird verlängert. Phil ist plötzlich mit vorne. Keine Ahnung warum, aber der deutsche Lucio hält sich jetzt gerne im Strafraum auf. Das gefällt mir, weil der halt eine Gefahr ausstrahlt mit seiner Athletik. Der Ball wird von Howie, der auch in dieser Menschentraube da mit Phil und ihm steht, verlängert. Und Nicolo ist ein Instinktstürmer und weiß genau, wo er sich hinbewegen muss, weiß, wie er den Fuß hinhalten muss und batz, das Ding ist drin zum 2:1. Er küsst das Wappen, der Jubel ist riesig und mein Jubel war vom Fernseher auch riesig. Ich bin tatsächlich aufgestanden und so in die Luft gesprungen. Ist mir auch seltenst passiert, dass ich wirklich springe. Ja, dass ich aufstehe, okay, aber dass ich in die Luft springe vor Freude, seltenst. Gut, zugegebenermaßen, beim Tor von Ernst letzte Woche bin ich einmal quer durch die Wohnung und wieder zurückgelaufen, aber hier war es auch schon sehr emotional. Nicht nur, weil ich sowohl Phil als auch Nicolo bei Kickbase habe, sondern einfach, weil ich es dem Jungen unglaublich gönne und weil es natürlich die Führung war gegen Fürth, eine Mannschaft, die extrem stabil ist defensiv, die in der Hinrunde viele Spiele in Folge zu Null hatte, die super stark ist nach Führung, die super stark ist generell und wir drehen einfach ein Spiel gegen die. Überlegt mal, das ist, also zu dem Zeitpunkt hatten wir noch nicht gewonnen, aber wir hatten halt zu dem Zeitpunkt dann die Führung im Rücken. Unglaublich. Und wir bringen sie über die Zeit. Fürth hat noch einen guten Abschluss von Lemperle. Ich weiß nicht, ob es noch eine dickere Chance gab. Auf jeden Fall, Lemperle hat noch einen wirklich guten Schuss, den Zieler klasse hält, der heute auch wieder eine gute Partie gemacht hat. Beim Gegentor komplett machtlos gewesen. Ansonsten kein Fehler oder irgendwas, kein Wackler, absolut souverän. Es gibt noch ein, zwei Kontersituationen, wo 96 das nicht hundertprozentig zielstrebig zu Ende spielt, muss aber auch gar nicht. Und am Ende, nach 10 Minuten Nachspielzeit, steht dieser Sieg. Und die letzte Szene ist so sinnbildlich, weil Çalhanoğlu den Ball im Aufbau hat, nachdem wir eigentlich gedacht hätten, es wäre unser Ball gewesen in der gegnerischen Hälfte. Und Howie rennt wie ein Berserker auf ihn zu, grätscht in den Ball rein, den Çalhanoğlu wegschlagen will, grätscht ihn an und der Ball geht von Çalhanoğlu in Seiten aus. Wir gewinnen somit einen Einwurf in der vierten Hälfte. Innerhalb der, oder nach abgelaufener Nachspielzeit schon, absolut geil. Diese Mannschaft lebt einen Spirit, der nur Spaß macht. Es ist wunderschön alles momentan. Das Spiel wurde fast abgebrochen, ich bin fast abgebrochen, ich kann das alles nicht mehr, das ist mir viel zu aufregend, aber es ist einfach nur krass. Die müssen das genauso weitermachen. Ich bin super gespannt, wie es nächste Woche in Osnabrück läuft, aber ehrlich gesagt waren das jetzt, das waren drei wirklich schwere Spiele. Rostock ausgeklammert, das musste gewinnen, aber Nürnberg, HSV und Fürth, insbesondere in Anbetracht dessen, dass letzte Woche 50% der nominellen Viererkette gefehlt haben und diese Woche 75%, brutal. Stefan Leitl hat eine Mannschaft geformt, Stefan Leitl wurde die Zeit gegeben, die man gebraucht hat, er macht es fantastisch, er macht einen geilen Job, man kann das nicht oft genug hervorheben, weil er so unnötig kritisiert wurde die ganze Zeit. Die Mannschaft ist geschlossen, die Mannschaft kompensiert solche brutalen Ausfälle, spielt einen geilen Fußball, spielt attraktiv, spielt zielstrebig und ist ein richtiges Team. Es ist völlig egal mir jetzt gerade, wie die Saison endet, aber dieser Status quo muss beibehalten werden und selbst wenn es dann dieses Jahr nicht klappt mit dem Aufstieg, ich bin weiterhin Top 6, wäre super, wenn es dieses Jahr nicht klappt, die Grundlage ist absolut da, nächstes Jahr wirklich oben anzugreifen, weil wir haben keinen Leihspieler oder irgendwas. Das sind alles unsere Jungs. Klar, es laufen Verträge aus, aber selbst ohne Sadie funktioniert es aktuell offensiv. So, Sadie ist der, glaube ich, Wichtigste, dessen Vertrag ausläuft. Rons Vertrag läuft, glaube ich, auch aus, aber den wird man wahrscheinlich verlängern. Ich weiß nicht, ob da noch irgendjemand ist, aber nächste Saison mit der Truppe und gegebenenfalls noch ein, zwei Neuzugängen für Verstärkung. Wir haben Geld eingenommen, insbesondere jetzt durch Derek. Das heißt, wir können im Sommer Geld ausgeben für welche Position auch immer, vielleicht für die Linksverteidigerposition. Ich habe keine Ahnung, was geplant ist, logischerweise, aber irgendwo werden wir schon die richtige Stelle finden, wo wir das Geld investieren können. Und dann kann diese Mannschaft spätestens nächste Saison aufsteigen. Und das ist so geil, dass endlich wieder, also es macht Spaß aktuell und das ist so geil, weil es so lange so schwer war. Boah, das soll es heute gewesen sein. Ist jetzt doch relativ lang geworden, meine Kamera ist noch nicht leer, umso besser. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Meinung, wie gesagt, in die Kommentare. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Es wurde sich gewünscht, dass ich auf die PKs reagiere, das werde ich tun. Mal sehen, ob wir so oder so noch ein Video zwischenschieben nächste Woche. Ich bin Ende der Woche in Dänemark, das heißt, ich werde nicht in Deutschland sein und in diesem Setup das nächste Mal, wenn ich aufs Spiel reagiere. Aber das macht nichts. Ich glaube, das ist so oder so wichtig, dass ich dieses Trikot anhabe. Seit ich dieses Trikot anhabe, verlieren wir nicht mehr, sondern gewinnen. So, entsprechend geil. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Ja.